alle kennen Roblox Doors, aber nun gibt es ein brandneues Doors 2 Story Spiel. Mit Monstern wie der Figur, Glitch oder Sieg. Wir stellen uns in spannendsten Kämpfen gegen die gruseligen Doors Monster und haben am Ende einen epischen Fight. Es wird also super gruselig. Schaffen wir es, nicht nur Roblox Doors durchzuspielen, sondern auch das dazugehörige Story Spiel, das werden wir uns dann herausfinden. Damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal im brandneuen Doors 2 Story Spiel. Und oh, der Bus fährt schon los. Wartet! Und in diesem Spiel, Freunde, ich glaube, wir kennen alle Roblox Doors, das gruselige Spiel mit den Türen und mit den gruseligen Monstern. Wir haben hier, ihr seht es, die Statue. Wir haben hier Glitch vorne und wir haben hier Sieg. Und passend zu diesem Story-Spiel gibt es jetzt auch ein Story-Spiel. Irgendwas hat da gerade keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall passend zum Roblox-Doors-Spiel gibt es jetzt ein Story-Game dazu. Ich bin super gespannt, was uns alles erwarten wird und ob es auch so gruselig sein wird. Okay, bis jetzt ist es nicht so gruselig, muss ich sagen. Wir befinden uns hier vor einem Haus. Wer ist er denn? Hi, ihr seid endlich hier. Yo, David. Was geht ab, alter Homie? Lang nicht mehr gesehen. Hey, David. Ja, es tut uns leid, dass wir zu spät sind. Wir sind im Verkehr stecken geblieben. Ach, das ist okay. Wir machen deine Favorite Cookies. Yeah, let's go. Oh, habe ich Kekse gehört? Warte mal, wieso habe ich so ein cooles Profilbild? Okay. Ja, jetzt, da dies dein erstes Mal in meinem Haus ist, geh und erkunde, während wir die Kekse machen. Yeah, auf Kekse habe ich jetzt richtig Lust. Freunde, schreib in die Kommentare, was sind eigentlich deine Lieblingskekse? Vielleicht Schokokekse oder Butterkekse? Das würde mich mal super doll interessieren. Jo, wir haben hier... Alter, das läuft einfach Roblox im Fernsehen. Nicht schlecht, Freunde. Dann haben wir hier... Okay, Freunde, hier schlafe ich, okay? Das ist schon mal mein Bett hier. Das gehört mir... Alter, was hat der für einen krassen 3000 Euro XXL Mega Ultra Gaming PC? Nicht schlecht, David, nicht schlecht, muss ich sagen. Bei dir läuft auf jeden Fall, okay? Junge, brät der gerade die Cookies? Okay, David, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber ich habe mit Kochen noch weniger zu tun als du, also ich vertraue dir. Nicht, dass du gleich hier die ganze Bude abfackelst. Was haben wir sonst hier? Okay, 932. Aha, oh, Junge, okay, okay, Leute, ich habe mir anders überlegt. Das ist mein Bett. Hier haben wir auch noch einen Gaming-PC. Krass, 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 muss ich... Sorry, Junge, schließ doch ab, verdammt nochmal. Oh Gott, okay, nicht auf die Toilette gehen. Da ist jemand auf der Toilette. Der macht gerade hier sein Geschäft. Ey, der kann doch mal wenigstens abschließen, ey. Aber, Freunde, echt schön hat er es hier drinnen. Aber, okay, was nicht so schön ist, ist das Wetter. Natürlich, ey, ich hasse Regen. Es gibt nichts Schlimmeres als Regen. Das verdirbt einen den ganzen Tag. Aber, naja, immerhin sind wir drinnen und haben leckere Kekse. Hey, die Kekse sind fertig. Setz dich auf die Couch. Es regnet draußen. Okay, okay, Leute. Alter, haben wir genug Platz? Junge, ich hoffe, du hast dir den Po abgewischt, ey. Ja, ja. Du warst gerade hier auf der Toilette. Das habe ich ganz genau gesehen. Okay, ich setze mich lieber weg von dem. Viel Spaß. Oh, wir haben Kekse. Boah, Freunde, so leckere. Oh, Cookies. Und... Alles klar, das war's, ein Keks nur. Danke, Evil, das ist sehr nett von dir. Okay, okay, cooler Film, muss ich sagen. Oh jo, er gönnt sich da auch einen Drink oder sowas. Hey Leute, ich möchte etwas anfordern. Ja? Mein Haus ist wirklich schmutzig, könnt ihr mir helfen, den Müll aufzusammeln? Warte, nein, Junge, wieso sag ich ja sicher? Nein. Okay, wir haben zugestimmt, Freunde. Und wir wissen alle, Versprechen bricht man nicht. Und deswegen, ach na toll, müssen wir jetzt hier Müll rausbringen oder was, ey. Junge, sind wir jetzt extra hingekommen, nur um jetzt hier, ja, keine Ahnung, hier die Putzkraft zu spielen oder was, ey. Naja, aber was man macht man nicht alles für seine besten Freunde. Okay, ich verstecke mich im Schrank einfach. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin hier in der Ecke. Ich bin gar nicht da. Okay, nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen weiterhelfen. Okay, haben wir den Müll rausgebracht? Ich glaube, jetzt ist deine Wohnung blitzeblank. Und Alter, kannst du auch mal helfen, Junge? Jetzt sitzt hier die ganze Zeit auf der Couch hier rum. Aber ich glaube, sieht doch gut aus, oder? David, ich glaube, deine Wohnung ist blitzeblank, ey. Es gibt hier nichts mehr, was wir sauber machen können. Danke, Leute. Gut gemacht. Jo, kein Problem, David. Du hättest auch mal ein bisschen was helfen.
helfen können, aber naja. Also hat Minecraft den geringsten Müll gereinigt und Evil am meisten. Oh. Kein Problem, lass uns vor dem Schlafen gehen Fernsehen gucken. Alter, wir haben doch gerade Fernsehen geguckt, aber naja. Ich meine, das Wetter, ja, ihr seht es, es ist eh komplett am Regnen. Wir können sowieso nichts draußen machen. Ich meine, schau, im Fernsehen passiert etwas. Oh, was? Cartoons? Was? Greifen Roblox an Tornados oder was? Oh, oh, okay, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Okay, wir haben eine komplette Umweltkatastrophe. Denn das sind irgendwie gruselige Typen. Du hast recht, David. Lass uns heute Abend an die Fenster und Türen gehen, um alles zuzumachen. Okay, lass es uns tun. Okay, okay, okay. Steig in die Fenster ein. Okay, Freunde, wir müssen jetzt hier... Haben wir schon die Platten am Start? Ah, let's go. Wir müssen alles verbarrikadieren. Eieiei. Was ist das bitte für ein Wetter, verdammt nochmal? Ich dachte, der Sommer steht jetzt vor der Tür. Auf einmal kommen die Tornados und alles. Also, ja, auf Tornados habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust, muss ich sagen. Aber naja, Freunde, wir probieren natürlich alles so schnell, wie es geht, zu verbarrikadieren. Das sind natürlich hier die Tornados, die nicht reinkommen. Ich weiß nicht, ob die Bretter ja da so helfen. Aber, Freunde, besser als nichts, würde ich sagen. Alles klar, hier oben ist alles getan. Eieiei. Okay, ich denke, wir sind jetzt in Sicherheit. Ich will zaufen. Ich meine, mehr können wir... Okay, sowieso nicht machen. Was ist mit den Lichtern passiert? Okay, David, Stromausfall oder was? Oh, ist der Computer dran, ey? Wie kann der Computer noch an sein, ha, wenn wir Stromausfall haben? Was passiert da draußen? Hallo? Ist da wer? Es regnet. Nee, ne? Das ist Sieg. Das ist Sieg. Das ist das Durstmonster. Ist das ein Durstmonster? Wir müssen ihn abhalten. Angriff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay. Wir haben Baseballschläger. Und uns greift ein Durstmonster an. Oh, ach, er ist schon in der Bude drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten. Warte mal, sind wir die einzigen zwei oder was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Das kann ja was werden. Attacke. Wir müssen Sieg angreifen von Bam. Bam. Frisst das. Was zum Teufel war das? Hier ist es nicht sicher. Wir sollten hier raus. Oh mein Gott, ey, Freunde. Ich habe schon voll vergessen, dass wir in einem Doors-Story-Spiel sind. Aber da kam auf einmal Sieg. Hey, Kinder, geht es euch gut? Oh, die Polizei ist da. Uns geht es gut, aber wir haben kaum überlebt. Okay, ja, hier war ein verdammtes Durstmonster drin. Es gibt mehr dieser Monster. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Okay, das hört sich gut an. Sicherheit ist glaube ich, gut, oder? Komm mit mir, du wirst dort sicher sein. Okay, Freunde, jetzt ganz schnell. Alter, da kommen ja die ganzen Angsthasen von oben. Ihr hättet uns auch mal helfen können, ne? Junge, wir haben hier gerade gegen ein Durstmonster gekämpft. Ja, gegen sie. Und die anderen haben sich oben versteckt. Aber, Freunde... Okay, wir folgen jetzt Polizei. Polizei meint auf jeden Fall, sie weiß, wo wir sicher sind. Aber wo zum Teufel sollen wir bitte sicher sein vor irgendwelchen Durstmonstern, die anscheinend hier sind? Aber, okay, wir gehen durch den Tunnel und... Oh, wo sind wir jetzt hier? Willkommen, Kinder, in unserem Tierheim. Warte, was? In unserem Tierheim? Sehe ich etwa aus wie ein Hund oder was? Nochmals vielen Dank, dass du uns mit dem Monster geholfen hast und dass du uns hier übernachten lässt. Ah, okay, Freunde, das bedeutet, hier werden wir anscheinend jetzt hier eine Nacht, zwei Nächte, drei Nächte überleben, übernachten. Kein Problem, es gibt auch viele andere. Hier. Geh und erkunde und wähle ein Bett. Alles klar, Freunde. Ich glaube, hier sollten wir jetzt erstmal sicher sein. Vor den gruseligen Durstmonstern. Okay, wir haben hier verschiedene Zimmer. Zimmer 7. Ja, ganz gemütlich, muss ich sagen. Das Ganze mal austesten. Ah, was haben wir hier? Alter, wir können es hier nicht mal hinlegen. Hallo? Ich will schlafen. Naja, okay. Das Bett ist von Zenix Roblox. Ach, hier habe ich meine Ruhe. Immerhin bin ich hier alleine, muss ich sagen. Aber was gibt es denn sonst noch alles hier? Hier sind nur die ganzen verschiedenen Zimmer. Oh, okay. Sorry, Leute. Falsches Zimmer hier. Und oh, okay, hier ist also das Tierheim. Nicht schlecht. Wir haben eine Küche und sowas. Hier ein bisschen kochen und sowas. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann haben wir... Okay, ein Fernsehen. Das Allerwichtigste, Freunde. Nein, natürlich. Und... Oh nein! Oh nein! Junge, wer lernt auch nicht drauf? Schließ doch die verdammte Tür ab, verdammt nochmal. Das ist das zweite Mal, ey. Es reicht jetzt langsam mit dir. Meine Güte, ey. Manometer. Und jetzt steht er im Waschbecken. Eieiei, okay. Ja, also... Ich gehe mein Bett. Ich gehe mein Bett. Ist mir zu verrückt mit euch. Ich gehe mein Bett. So, gute Nacht. Haut rein. Ich bin Penne. Es wird spät. Geht alle ins Bett. Oh ja, Freunde. Wo sind eigentlich die anderen jetzt hier im Bett? Haben wir hier einen Nachbar oder so? Okay, hier ist keiner. Haben wir hier weh? Okay, wir sind hier wirklich ganz alleine auf uns gestellt. Naja, hier ist wirklich keiner. Was macht der? Was macht der? Hat der noch kein Zimmer? Okay, Freunde. Ab geht es schnell. Immer Bett rein. Wir hüpfen rein. Und ich würde sagen, hier sollten wir jetzt erstmal sicher sein. Gute Nacht. Freunde. Hallo? Was war das? Oh, oh. Das. Oh mein Gott, was passiert da draußen? Das klingt nicht gut. Was ist passiert? Hallo? Wo sind wir hier? Was ist passiert? Okay, wir sind gerade schon mal aufgewacht.
Okay, irgendwas ist da draußen schiefgegangen. Sie brechen durch. Wir müssen hier raus. Folgt mir schnell. Was? Nein. Die Doors-Monster kommen. Schnell. Wir müssen raus. Raus. Wir müssen uns schützen. Schnell. Schnapp dir einen Schläger. Okay, Freunde. Zack. Ich bin ready. Für den ultimativen Kampf. Sollten sie doch kommen, die Doors-Monster. Okay, hier haben wir. Hier haben wir noch mehr Baseball-Schläger. Wo sind sie? Kommt doch her. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Oh mein Gott. Es ist wieder nur Sieg als Doors-Monster. Oder sind es jetzt nicht mehr Doors-Monster geworden? Das werden wir jetzt hier rausfinden. Okay, wir verstecken uns. Er bleibt auf dem Fernsehen stehen. Okay, ich komme auch. Wir sind jetzt auf dem Fernsehen. Oh mein Gott, es ist Sieg. Was? David? Nein. David, halt durch. Oh mein Gott, er besiegt ihn. Er macht ihn komplett. Oh mein Gott, fertig. Alter, David? Ich glaube, der lebt nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, rest in peace, David. Oh mein Gott, David! Nein, was sollen wir tun? Schnell, wir müssen hier raus. Okay. Es gibt einen Lüftungsgitter. Wir können schaffen, schnell, wo der aufstieg. Okay. Schnell. Lüftungsgitter, hier raus. Raus. Wo ist Spots überhaupt hin? Wo ist Sieg überhaupt hin? Ist der noch irgendwo hier? Nein, hier ist ein Laser. Oh mein Gott. Na toll, was machen wir jetzt? Okay, zuerst müssen wir entkommen. Schnell, kommen wir zum Ende. Bevor das Monster... Was da kommt? Alles klar, was geht denn jetzt ab? Da, ba. Was geht jetzt ab? Ich dachte, das ist ein gruseliges Storyspiel hier. Oh mein Gott, rest in peace. Nein, er wurde erledigt. Oh nein. Laser. Okay, schnell, Freunde. Was passiert hier auf einmal? Ich schaffe uns das Versteck. Komm, schnell. Renn. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Alter, wie wenig Leben hat der denn noch? Junge, Leben am Limit. Schnell. Let's go. Wir haben es geschafft. Hier kommt auf einmal so Zirkusmusik, ey. Bei so einem gruseligen Spiel. Aber das Wichtigste ist, okay, hier ist ein Aufzug. Los geht es. Okay, ich hoffe, mit diesem Aufzug können wir jetzt hier tatsächlich raus hier aus diesem Tierheim, aus diesem Versteck hier. Jo, wo sind wir jetzt angekommen? Oh, wir haben einen Schurke. Warte mal, wer bist du? Und vor allem, wo sind wir auf einmal gelandet? Also habt ihr endlich gefunden, wo ich mich verstecke. Warte mal, was? Du steckst hinter allem? Du warst das Ganze oder wie? Als ich jung war, wurde ich von allen gemobbt und demotiviert. Okay, das klingt nicht so gut. Ich habe Cartoons gezeichnet, aber meine Elternfreunde, alle haben mich ausgelacht. Ich wurde gehasst. Okay. Aber ich liebte es, Cartoons zu zeichnen, also begann ich dunkle Magie auszuüben. Jetzt bezahlst du für das Töten einer meiner Cartoons. Okay, ich glaube... Er ist böse. Oh mein Gott. Nein. Überlebe den Cartoons-Creator. Das bedeutet, er hat diese Cartoons gezeichnet. Diese ganzen... Oh nein, Doors-Monster oder was? Und hat sie lebendig gemacht. Und wir haben jetzt einen besiegt. Oh mein Gott, okay. Er will uns fertig machen. Er will uns komplett vernichten. Okay. Schnell, können wir besiegen? Können wir irgendwie fertig machen oder sowas? Bam! Let's go! Ich glaube, Freunde... Oh mein Gott, er hat so krasse Attacken. Junge, der eine versteckt sich hinter. Hinter dem Fahrzeug. Er hat fast kein Leben mehr. Oh, wir müssen ausweichen. Reicht ihm einfach aus, Leute. Halt durch und... Let's go, jetzt! Können wir angreifen? Let's go, komm schon! Die Angsthasen, verdammt nochmal, hilf mir! Ey, Junge, das wird hier gar nichts. Das wird hier gar nichts mit den anderen. Komm schon! Wir müssen Schurken jetzt besiegen! Den bösen Schurken, der hier alle Doors-Monster lebendig gemacht hat. Jetzt wieder. Okay, komm schon. Let's go! Ey, Junge, du sollst nicht mich verkloppen, Alter! Pass mal auf hier! Ah, okay, die Hälfte von seinem Leben ist weg. Die Hälfte von seinem Leben. Komm schon, ist weg. Noch ein letztes Mal. Bam. Friss das. Let's go. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus. Nein. Okay, wir müssen uns respawnen. Wir dürfen uns nicht geschlagen. Let's go. Okay. Ich werde gerade wiederbelebt. Und es geht direkt wieder ab hier. Und er macht seine krassen Attacken. Okay, oh mein Gott, halt durch, Kollege. Komm schon. Wir haben gleich den Pikachu. Pikachu. Kann er einfach nur von uns gehen. Okay, es liegt wieder alles an uns, Freunde. Es liegt wieder alles an uns. Mit jedem Story-Spiel sind wir wieder die einzige. Aua, Person am Ende. Jetzt. Komm schon. Schaffen wir es alleine? Boah, wir machen nicht so viel Schaden. Aber komm schon. Ja. Und wir haben es geschafft. Let's go, Freunde. Wir haben den bösen Schurken, der für all das verantwortlich war, tatsächlich, warte mal, besiegt und, warte mal, was? Er lebt noch und, okay, sieht aber ein bisschen traurig aus, muss ich sagen.
Wartet, Leute, bitte. Oh nein, lass mich raten. Er will sich für alles das entschuldigen, oder was? Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Oh mein Gott, Freunde. Ich weiß nicht. Sollen wir die Entschuldigung annehmen? Also, meistens ist es keine gute Idee. Ich wollte einfach Cartoon-Künstler werden. Okay, aber Junge, du hast fast die ganze Menschheit ausgeschaltet und alle meine Freunde erledigt. Du hast keine Ahnung, wie ich behandelt wurde. Bitte gib mir noch eine Chance. Okay, Freunde, sollen wir ihm verzeihen oder... Okay, Freunde, ich würde sagen, jeder hat eine zweite Chance, die verdient. Bitte, wir lassen ihn gehen. Wir lassen ihn noch ein letztes Mal gehen. Ich hoffe, er wird aus seinen Fehlern lernen. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, Freunde. Was hättet ihr gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Okay, bitte. Okay, wir verstehen ein Problem. Okay, Freunde, ich hoffe, es war eine gute Entscheidung. Wir, oder beziehungsweise ich, vergebe dir. Was? Wirklich? Ja, wir geben dir eine weitere Chance. Wir werden dein Freund sein und dich unterstützen. Wow, ihr seid sehr nett. Ich verspreche, meine Magie nie wieder zu missbrauchen. Okay, das hört sich gut an. Achso, wie heißt du übrigens? Das haben wir noch gar nicht gefragt. Mein Name ist Nathan. Ah, schön, dein Freund zu sein, Nathan. Nun beginne auf deiner Reise, ein echter Künstler zu werden. Und, oh, ich glaube, ein Jahr später. Okay, Freunde, hat er seinen Traum verwirklicht, ein Künstler zu werden? Oh, das sieht doch gut aus. Hey, danke, dass du an meinen Geburtstag gekommen bist. Ich kann nicht glauben, dass wir seit über einem Jahr befreundet sind. Let's go, das bedeutet, wir sind jetzt tatsächlich Freundin geworden. Oh mein Gott, in den Nachrichten sogar. Nathan, der beste Künstler im ganzen Jahr. Wow, du hast es endlich geschafft. Du bist der beste Cartoon-Künstler des Jahres. Nathan, High Five, Bodycheck, bam. Ha, let's go. Yay, lass uns feiern und Kuchen essen. Oh yeah. Okay, ganz schön traurig, aber wir sind nur zu zweit, Nathan. Also irgendwie, kein anderer hat Lust auf uns. Aber wir haben das gute Ende. Das ist die Hauptsache. Und das war das Doors Story 2 Spiel, Freunde. Wir haben am Ende die richtige Entscheidung getroffen. Das gute Ende tatsächlich bekommen. Let's go. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht nur das originale Doors Spiel bis zum Schluss durchgespielt und geschafft, sondern auch noch das Story Spiel bis zum Ende gespielt. Und am Ende haben wir das gute Ende tatsächlich noch bekommen. Und Nathan wurde damit wieder lieb. Und was lernen wir daraus, Freunde? Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und damit würde ich sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.